schnell mit meiner Bulle durchkommen. Hallo liebe Algorithmen-Trader. In dem heutigen Beitrag geht es um Expert-Advisors, die vielen Tradern enorme Renditen versprechen. Zunächst werden wir uns anschauen, wie diese EAs aufgebaut sind und ihre Vor- und Nachteile untersuchen. Dann zeige ich euch, wie einige Verkäufer ihre kostenpflichtigen EAs tunen, um sie zu verkaufen. Ebenso untersuchen wir auch den Einsatz der EAs bei den Big Playern und betrachten dabei die Stellung der Programmierer. Expert Advisors, auch bekannt als EA, sind automatisierte Trading-Systeme, die in den Programmiersprachen MQL4 und MQL5 geschrieben sind. Sie wurden entwickelt, um Trading-Aktivitäten zu automatisieren und können so programmiert werden, dass der Trader informiert wird, wenn sich eine Trading-Möglichkeit ergibt. Alternativ dazu können EAs auch alle ihre Aktivitäten automatisch ausführen. Orderaufträge werden dann direkt an den Server gesendet, Werte für Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop verwaltet und angepasst. EAs befolgen verschiedene Regeln, um die richtigen Zeitpunkte für Markt-Ein- und Austritte zu finden. Dadurch können emotionale Trading-Entscheidungen auf Null reduziert werden, die oft dafür verantwortlich sind, dass weitreichende Fehler begangen werden. Somit kann ein EA für eine emotionale Stabilität sorgen, die mit menschlicher Entscheidungsfindung kaum zu erreichen wäre. Zusätzlich verfügt ein EA über die Fähigkeit, mehrere Parameter gleichzeitig auszuwerten, was dem menschlichen Gehirn nicht möglich wäre. EAs nutzen technische Indikatoren, um eine Entscheidung zu treffen. In diese Entscheidung können viele Faktoren mit einfließen, die allerdings vorher von den Programmierern genau vorgegeben werden müssen. Diese Entscheidungen führt der EA dann konkret aus, ohne dabei auf Emotionen zurückzugreifen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass der Computer sich immer an das einmal aufgestellte Trading-System hält, ohne Wenn und Aber. Ein EA ist in der Lage, rund um die Uhr zu handeln, bietet Objektivität und Distanz. Er besitzt nicht die negativen Eigenschaften eines Traders, wie zum Beispiel Ungeduld, Angst, rachsüchtig, gierig, gestresst oder müde. Allerdings gibt es auch einige Einschränkungen, die man beachten muss, wenn man mit EAs handelt. Roboter sind nicht in der Lage, intelligente oder wichtige Entscheidungen zu treffen. Sie haben keinerlei Marktverständnis, können grundlegende Daten nicht verstehen und auch nicht darauf reagieren. Ebenso können sie sich nicht an unerwartete Marktbedingungen anpassen. Ein EA ist immer nur so zuverlässig wie die Qualität der Codierung. Durch eine fehlerhafte Codierung kann es zu unerwarteten Zeitverzögerungen kommen und ein kleiner Fehler kann zu unvorhersehbaren Ereignissen führen. Wenn ein Trader einen Programmierer beauftragt, um für ihn ein EA zu schreiben, hat das oft Konsequenzen. Sollte der EA am Anfang funktionieren, so ist natürlich der Trader der Held, da er die Vorgaben dafür geliefert hat. Wenn der EA danach nicht richtig funktioniert, ist daran natürlich der Programmierer schuld. Grundsätzlich kann ein Programmierer natürlich immer nur das programmieren, was ihm mitgeteilt wird. Allerdings gibt es natürlich auch Programmierer, die bestimmte Dinge anders interpretieren oder Programme nicht ressourcengerecht aufbauen. Darüber hinaus ist das menschliche Gehirn in der Lage, intelligent und anpassungsfähig zu handeln. Es kann komplexe Muster erkennen, mehrere widersprüchliche Faktoren gleichzeitig abwägen und sich extremen Bedingungen anpassen. Über diese Fähigkeiten verfügt ein EA nicht. Die meisten EAs sind sehr einfach programmiert und verfolgen in erster Linie weniger die Ansätze der Big Player. Das ist auch logisch, da ein Einzelhändler relativ schnell in den Markt ein- und austreten kann und in der Regel auch nicht mit Eisberg-Orders arbeitet.
Viele EAs beziehen sich ausschließlich auf Indikatoren, die dem Preis nachlaufen. Zum einen sind diese leicht programmierbar und bauen dabei weniger auf ein angemessenes Verständnis des Preisverhaltens auf. Data Mining und Backtesting ist im Bereich der EAs eine große Gefahr. Viele gehen davon aus, dass was im vergangenen Jahr profitabel war, auch weiterhin so sein wird. In den letzten Jahren habe ich einige hunderttausend Kerzen analysiert und festgestellt, dass dabei keine gleichen Muster aufgetreten sind. Theoretisch müsste ein EA in allen Märkten gleich funktionieren bzw. ähnliche Gewinne realisieren. Und genau das ist nicht der Fall. Festzustellen ist auch, dass im Bereich der EAs Trendfolgesysteme aufgrund ihrer niedrigen Gewinnrate weniger beliebt sind. Problematisch wird es im Equilibrium, da diese Systeme dort nicht funktionieren. Neulinge und Anfänger bevorzugen gerade im Bereich der EAs einen schnellen und konstanten Gewinn. Das haben die Verkäufer der EAs längst begriffen und sich darauf eingeschossen. Hinzu kommt die kuriose Stop-Setzung der meisten Marktteilnehmer immer unter dem letzten Low oder über dem letzten High. Diese werden so gut wie immer von den Big Playern erwischt, was es noch schwieriger macht, einen profitablen EA zu programmieren. Durch die Hochfrequenz-Trader und Big Player mit ihren Algorithmen verändern sich die Marktstrukturen erheblich. Diese Faktoren führen zu subtilen Veränderungen im Preisverhalten, was zusätzlich die Wirksamkeit von EAs verwässert. Ein weiteres Problem ist, dass man einen EA keine psychologischen Faktoren implementieren kann. Das wäre allerdings wichtig, da die Börse ausschließlich auf psychologischen Aspekten basiert. Zunächst sollten wir uns einmal fragen, warum die Big Player nicht mit erfolgreichen EAs arbeiten. Jährlich müssen sie viele Millionen für ihre Analysten, Trader und Computerexperten bezahlen. Durch einen erfolgreichen EA könnten Sie damit langfristig sehr viel Geld sparen. Glaub mir, in dem Bereich sind bereits sehr viele Versuche gelaufen, wo die besten Mathematiker, Physiker, Ökonomen und Programmierer beteiligt waren. Aber wenn man das Risiko mit dem Gewinn ins Verhältnis setzt, ist es für die Big Player günstiger, nicht auf vollautomatische EAs zu setzen. Darüber sollten wir einmal nachdenken. Natürlich arbeiten die Big Player mit Algorithmen, die allerdings von Hand gesteuert und gleichzeitig von den Tradern überwacht werden. Diese Algorithmen sind aber nicht mit den herkömmlichen preisbasierten EAs zu vergleichen. Möglicherweise werden jetzt einige anführen, dass die Hochfrequenz-Trader mit vollautomatisierten Algorithmen arbeiten. Das stimmt. Allerdings ist der Arbitragehandel in diesem Bereich ein ganz anderes Thema, das nicht mit dem normalen Handel zu vergleichen ist, da die Risiken dort deutlich niedriger sind. Interessant ist zu wissen, dass die meisten Einzelhandels-EA, die verkauft werden, mit einer hohen Gewinnrate und niedrigem CRV arbeiten, da die meisten Käufer nach schnellen und konstanten Einnahmen suchen. Doch die Art und Weise, wie diese EAs beworben und an den Mann gebracht werden, gefällt mir persönlich nicht. Schauen wir mal, wie einfach die Betrüger vorgehen. Wir nehmen einen Moving Average, einen MACD und einen RSI. Nun versuchen wir, diese drei Indikatoren so aufeinander abzustimmen, dass sich daraus zukünftige und profitable Handelsausrichtungen ergeben. Diese Aufträge erstellen wir nun als EA, der automatische Ein- und Ausstiege generiert, sofern die von uns erstellten Kriterien erfüllt werden. Wir führen nun unterschiedliche Backtestings durch. Dabei nutzen wir unterschiedliche Assets aus dem Bereich Aktien, Währungen oder Indizes. Bei einer geringen oder negativen Rendite passen wir noch einfach einmal unsere Kriterien und die Programmierung an und lassen das Backtesting so lange durchlaufen, bis es passt. Nehmen wir nun an, dass wir 6 unterschiedliche Backtestings durchgeführt haben und dabei gab es natürlich 6 unterschiedliche Ergebnisse.
Dann nehmen wir uns natürlich das beste durchschnittliche Monatsergebnis heraus und schauen uns das genau im monatlichen Verlauf an. Wir erkennen, dass das erste Halbjahr eine Nullnummer war. Im zweiten Halbjahr lag die positive Rendite bei durchschnittlich 8% pro Monat. Nun nehmen wir den Oktober, November und Dezember als Grundlage und daraus ergibt sich eine durchschnittliche Rendite von 30%. Nun lassen wir unser Backtesting noch einmal genau in diesem Zeitraum durchlaufen und erreichen damit natürlich unglaubliche Renditen. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an, das ich im Internet gefunden habe. Der Teilnehmer hat mit sage und schreibe 10 Euro gestartet, hat den EA 4 Monate laufen lassen und am Ende 1 Milliarde gewonnen. Wenn das mal nicht überzeugend ist. Dazu hat er selbstverständlich noch ein ausführliches Video produziert, damit auch jeder sehen kann, wie strategisch und genau der EA arbeitet. Durch diese Werbung gibt es jetzt einige Trader, die genau diesen EA haben wollen. Am Ende sehen wir nochmal das Gesamtergebnis. Wenn dieser super Expert-Advisor einmalig 500 Euro kosten würde und 2000 Trader darauf reinfallen, dann hat der Verkäufer zwar nicht 1 Milliarde mit seinem eigenen EA verdient, aber immerhin 1 Million an den Kunden. In der Tat scheint das verlockend zu sein, sich von Oma 10 Euro zu leihen, danach den EA 4 Monate durchlaufen zu lassen und am Ende kann man getrost mit 1 Milliarde in Rente gehen. Übrigens, würdest du den gleichen EA in anderen Assets nutzen oder im Euro-US-Dollar den Zeitraum verändern, würden die Renditen völlig anders aussehen. Wie wir vorher in seinem EA-Video gesehen haben, wurden teilweise 30.000 Lot innerhalb von wenigen Sekunden gehandelt. Im Euro-US-Dollar werden pro Tag 20 Millionen Lot gehandelt, pro Minute sind das 14.000 Lot. Wenn jetzt jemand mit 30.000 Lot in den Markt geht, ist das der doppelte Minutenumsatz im Euro-US-Dollar und im Future-Markt ist das sogar 15% des gesamten Tagesumsatzes. Übrigens, 30.000 Lot entspricht einem Umsatz von 3 Milliarden Euro. Erstens würde man mit 3 Milliarden sofort auffallen und die Big Player würden sich das Volumen holen. Zweitens ist fraglich, ob man mit diesem Volumen überhaupt eine Ausführung bekommt. Drittens gibt es keinen Broker, der dir darauf eine Margin zur Verfügung stellt. Viertens vergessen wir dabei oft den Spread, Recourse oder Slippage. Und fünftens entstehen die Preise oder die Kerzen zufällig. Das heißt, es gibt in diesem Bereich keine klaren Muster. Somit sind alle nachfolgenden Preise oder Kerzen wieder rein zufällig und können nicht über ein klares Muster identifiziert werden. Allerdings baut die Programmierung innerhalb eines EAs auf interne Muster auf. Diese Faktoren sind aus meiner Sicht zu beachten, wenn man mit EAs arbeiten möchte. Aus diesem Grund bin ich sehr skeptisch gegenüber den EAs. Stellen wir uns einmal vor, dass du langfristig profitabel handelst. Jetzt beginn doch einmal aufzuschreiben, welche Faktoren zusammenkommen müssen, damit du in den Markt einsteigst, wie der Markt sich verhalten muss, damit du weiterhin im Trade bleibst und am Ende was passieren muss, damit du aus dem Trade aussteigst. Wenn du all diese Dinge genau aufschreibst, wirst du feststellen, dass deine vielfältigen und unterschiedlichen Kriterien niemals in einen EA eingebaut werden könnten. Und warum? Weil es einfach zu viele Dinge sind, auf die du gleichzeitig im Handel achten müsstest. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass uns die EAs auch langfristig im Handel helfen könnten. Aber auch nur dann, wenn sie uns mögliche Einstiegspunkte anzeigen, die einen profitablen Handel ermöglichen. Allerdings sollte dann immer noch der Trader entscheiden, ob er diesen Handel eingeht oder nicht. Diese Hybrid-EAs könnten den Trader über Dinge informieren, die er selbst nicht erkennen kann. Der Preis und die Kerzen sind die Wirkung.
Die Ursache liegt in den Market Orders, die in die Limit Orders laufen. Die meisten EAs greifen nur auf die Wirkung zu. Wenn ihr schon einen EA programmiert, müsst ihr das im Bereich der Ursachen realisieren. Also DOM, Time and Sales Liste sowie Spoofing-Daten berücksichtigen. Die Wirkung, also damit ist gemeint der Preis, die Kerzen und Indikatoren, bringen euch gar nichts. Der Grund liegt in dem Gesetz der Kausalität begründet. Kausalität bedeutet, dass zwischen Variablen ein klarer Ursachen-Wirkungszusammenhang besteht. Im Forex-Markt gibt es leider nur Wirkungen. Darauf werde ich noch einmal später in einem speziellen Video eingehen. Als Programmiersprache empfehle ich übrigens C++, da sie in diesem Bereich die schnellste Umsetzung realisieren kann. So wie es aussieht, scheinen die meisten EAs in erster Linie den Verkäufern Geld in die Taschen zu bringen, als demjenigen, der sie benutzt. Denn mal ganz ehrlich, wenn ich eine Maschine erfinde, die die Lottozahlen voraussagt, aus welchem Grund sollte ich diese Maschine verkaufen? Nun, es gibt eigentlich nur einen guten Grund, diese Maschine zu verkaufen, nämlich wenn sie nicht funktioniert. Genau deshalb würde ich einen Anfänger immer empfehlen, lieber einige Jahre zu investieren, um das Trading richtig und professionell zu lernen, anstatt sich auf eine Maschine zu verlassen, bei der man erstens nicht weiß, wie sie funktioniert und zweitens man sich nie sicher sein kann, wie lange sie noch funktioniert. Ich selbst würde nie einen EA kaufen, da ihnen das Verständnis der Marktgrundlagen fehlt und sie von sich aus nie eigenständige Entscheidungen treffen könnten. Das ist allerdings ein ganz entscheidender Punkt, um an den Börsenmärkten überhaupt eine Chance zu haben. Links neben dem Chart seht ihr den Herzschlag eines Traders, der gerade einen Trade eröffnet. Innerhalb kurzer Zeit erhöht sich der Herzschlag um fast 40%. Je nach Situation kann der auch deutlich höher sein. Ein guter Grund, sich einmal näher mit dem Thema Gesundheit im Trading zu beschäftigen. Denn es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Ich wünsche euch eine sehr erfolgreiche Handelswoche. Ganz liebe Grüße, Michael.